Plötzlich flackerte und blitzte etwas vor uns in den Sonnenstrahlen auf, und zugleich erzitterte der Boden unter unseren Füßen, wie eine von einer Kanonenkugel getroffene Mauer. Wir schrien vor Schrecken und Staunen auf, stürzten zum Fenster und erblickten eine metallisch glänzende Masse, die, von der Mondoberfläche abprallend, vor unseren Augen einen riesigen Bogen im Raum beschrieb und wieder aufschlug. Und ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal abprallte, in großen Sätzen gegen Nordwesten springend. Doch gerade 6 Erdenwochen vergangen, seit wir gegen Mitternacht auf dem Mond gelandet waren. Das war der Termin, an dem die zweite Expedition uns folgen sollte. Unser Telegrafenapparat hatte die Morsezeichen des Telegramms aufgenommen, das die Brüder Remonier in der Nähe des Mondes zur Erde geschickt hatten. Vielleicht hatte er sich schon früher schwächer gemeldet. Aber da er in der Kiste eingeschlossen war, hatten wir das Klopfen überhört. Nach weniger als einer halben Stunde erreichten wir die Stelle, wo das Geschoss schließlich, nachdem es einige Male auf- und abprallte, zum Stillstand gekommen war. Ein entsetzliches Bild bot sich uns dar. Zwischen den zerstreuten Überresten des zertrümmerten Geschosses lagen 2 blutüberströmte, zerschmetterte Leichen. Wir schlüpften so schnell wie möglich in unsere Schutzanzüge, versorgten uns mit dem Rest unseres Luftvorrats und verließen den Wagen. In zitternder Erregung, nicht so sehr über den Tod unserer Freunde, als vielmehr vor Angst, ihre Luftbehälter könnten bei der Katastrophe beschädigt worden sein. Zwei waren tatsächlich geplatzt und lagen leer inmitten der zerbrochenen Metallplatten. Aber die restlichen 4 waren unversehrt. Wir waren gerettet.